Hallo zusammen. Das Gemüse, die Beeren und das Obst, das wir jeden Tag in den Regalen der Supermärkte sehen, haben eine sehr ausgeprägte Farbe. Erdbeeren sind rot, Limetten sind grün, Bananen sind gelb. Es gibt jedoch viele wirklich ungewöhnliche Früchte und Gemüse auf der Welt, von denen man kaum glauben kann, dass sie tatsächlich existieren. Heute werden wir sie euch zeigen und euch daran erinnern. Es sind nur Kreationen der Natur, nicht von Photoshop-Zauberern. Bist du bereit? Lasst uns loslegen. Rote Banane. Bist du es gewohnt, gelbe oder grüne Bananen zu essen? Wie wäre es mit einer roten Banane? Rote oder jamaikanische Bananen haben eine rot-braune Schale, während der essbare Teil rosa ist. Aber das ist nicht der einzige Unterschied. Das Fleisch der roten Banane ist säuerlich und der Geruch erinnert an Himbeeren. Obwohl die ungewöhnliche Farbe der Schale dieser Früchte nichts mit Himbeeren zu tun hat, sondern mit einer großen Menge an Carotin. Rote Bananen werden nur für kommerzielle Zwecke angebaut. Die größten Plantagen für rote Bananen befinden sich in Costa Rica. Früchte werden in der Regel unreif geschnitten und dann in die ganze Welt verschickt. Auf dem Weg dorthin reifen sie und erhalten den richtigen Geschmack. Rote Bananen enthalten eine große Menge an Ballaststoffen, Mineralsalzen und Vitaminen, sodass sie nicht nur lecker, sondern auch gesund sind. Sie können roh, getrocknet, gebraten und geräuchert verzehrt werden. Auch die gesalzene Option mag passend sein, aber wir haben noch nichts davon gehört. Rote Bananen passen gut zu Orangen, Kiwi, Ananas, Mango, Pfirsichen. Sie werden auch für eine Vielzahl von Getränken verwendet. Im Allgemeinen werden diese ungewöhnlichen Früchte nach Möglichkeit verwendet. Ein beliebtes süßes Sandwich in Costa Rica besteht beispielsweise aus einer Scheibe Weißbrot mit roten Bananenstücken. Weiße Erdbeere. Die weiße Erdbeere. Die Beeren dieser Sorte kommen in verschiedenen Teilen unseres Planeten vor. Aber nur in Japan kann man die speziellsten weißen Erdbeeren probieren. Sie heißen weiße Juwelen und kosten exotischen Obstliebhabern $10 pro Stück. Obwohl die Beeren unreif aussehen, sind sie süßer und saftiger als rote Erdbeeren. Weiße Juwelen sind sowohl außen als auch innen weiß und wiegen 50 Gramm. Das Geheimnis ihres ungewöhnlichen Aussehens liegt in der besonderen Pflege. Die Beeren werden mit sehr eingeschränktem Zugang zu Sonnenlicht angebaut. Allerdings sind nur 10% der Erdbeerernte weiß. Je weißer die Beere, desto wahrscheinlicher sind alle Mängel wie Beulen und Fäulnis, sodass die Ernte weiter reduziert wird. Dies erläutert die hohen Kosten für die weißen Juwelen. Aber japanische Feinschmecker sind bereit, für diese exklusive Frucht Geld zu zahlen. Übrigens ist jede Beere einzeln verpackt, als wäre sie keine Erdbeere, sondern ein echtes Juwel. Aber es ist nicht nur der exotische Look der Beere. Weiß symbolisiert in Japan göttliche Reinheit und Licht. Mehrfarbiger Mais. Die Geschichte des bunten Mais beginnt mit Carl Barnes, einem Landwirt aus Oklahoma. Viele Jahre lang baute er den gelben Mais an, den wir alle kennen. Aber darüber hinaus gelang es Barnes, ein wahres Maismeisterwerk zu schaffen. Glasedelstein-Maiskörner sind so hell, dass sie wie Glasperlen oder Edelsteine aussehen. Der Landwirt brauchte viele Jahre Arbeit, um ein solches Ergebnis zu erzielen. Und jedes Stückchen Mais ist einzigartig. Es muss gesagt werden, dass es sich um eine Sorte von Feuersteinmais handelt und seine Körner können gemahlen werden, um Getreide und Popcorn herzustellen. Obwohl, egal welche Farbe der Mais hat, wird das Produkt nach dem Kochen die normale Farbe annehmen. Im Gegensatz zu Süßmais wird er nicht in Form von Körnern gegessen. Seine ungewöhnliche bunte Schönheit machte Glass Jam jedoch zu einem der neuesten Werkzeuge zur Herstellung von dekorativen Kunstwerken. Übrigens, so Barnes, wurde dieser Mais durch die offene Bestäubung von Nicht-Hybrid-Kulturen gewonnen. Das heißt, niemand führte gefährliche Experimente durch. Schwarze Tomaten. Man könnte meinen, dass schwarze Tomaten das Ergebnis der schrecklichen Auswirkungen schlechter Ökologie, der Emission von Schadstoffen in den Boden oder einer der Wissenschaft unbekannten Mutationen sind. X-Tomaten. Schließlich kann Gemüse nicht von selbst schwarz sein, aber die Realität ist nicht so beängstigend. Nur wenige Menschen wissen, dass es sich hierbei um eine gängige Tomatenart handelt, die mit Wildtomaten gekreuzt wird. Sie haben nicht nur einen angenehmen Geschmack und Aroma, sondern erfreuen sich auch an ihrer exotischen Aussehen und verfügen über eine Vielzahl nützlicher Vitamine und Mineralien, die das Immunsystem stärken, den Zustand der Haut und des Organismus verbessern. Schwarze Tomaten gibt es in vielen Sorten und Farben, von dunkelrot bis schwarz. Im Allgemeinen unterscheiden sie sich jedoch nicht besonders von den gewöhnlichen Tomaten, an die wir alle gewöhnt sind. Das heißt, sie erfordern die gleiche Pflege und eignen sich hervorragend für verschiedene Salate. Und keine Sorge, es gibt keine genetische Veränderung. Diese Sorte wurde mit konventioneller Selektion entwickelt. Es gab keine weitere Intervention in dem Prozess. Weiße Gurke.
Da es eine weiße Erdbeere gibt, warum kann es keine weißen Gurken geben? Zentralasien gilt als Geburtsort dieser Sorte, so ist es nicht verwunderlich, dass weiße Gurken in asiatischen Ländern, insbesondere in China, häufiger und beliebter sind. Doch ihre Beliebtheit liegt nicht nur an ihrem ungewöhnlichen Aussehen. Im Vergleich zu ihrem grünen Bruder zeichnen sich die Gurken auch durch ihre Langlebigkeit aus, insbesondere durch ihre Fähigkeit, der Kälte zu trotzen. Füge heilende Eigenschaften, hohe Ausbeute und Vielseitigkeit der Anwendung hinzu, im Allgemeinen ein echtes Geschenk für einen Landwirt. Weiße Gurken haben keinen anderen Geschmack als gewöhnliche Gurken und ihre Farbe kann von weiß bis hellgrün variieren. Seltsame Wassermelonen. Gurken, Erdbeeren, Bananen. Natürlich haben die Pflanzenspezialisten die Wassermelonen nicht vergessen. So werden beispielsweise in vielen Ländern der Welt quadratische oder kubische Wassermelonen angebaut. Die ungewöhnliche Form wird mit Hilfe von transparenten Kunststoffbehältern erreicht. Quadratische Wassermelonen sind nicht nur leichter zu transportieren, sondern können auch gewerbliche Fläche effizienter nutzen. Dies wiederum reduziert die Transportkosten unter anderem, aber nicht die Kosten für die Wassermelonen. Sie sind so ungewöhnlich und wie alle ungewöhnlichen Dinge sind sie teuer. Quadratische Wassermelonen und Melonen werden in Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan angebaut. Aber diese Modifikation ist nicht die einzige, denn es gibt auch Früchte verschiedener Farben. Die edelste und teuerste Variante der Wassermelone ist der japanische Densuke. Die streifenfreie Rinde ähnelt nicht der von normalen Wassermelonen. Sie ist dunkelgrün, fast vollständig schwarz. Gleichzeitig bleibt die Farbe des Fleisches leuchtend rot. Die Sorte ist sehr selten und wird nur an einem Ort der Welt, auf der Insel Hokkaido, angebaut. Diese Wassermelone wird in Originalverpackung, in schönen schwarzen Boxen und nur in Elitegeschäften verkauft. Lila Kartoffel. Egal wie seltsam oder gar beängstigend violette Kartoffeln aussehen, sind sie nicht mit einer schrecklichen Krankheit infiziert und sie haben auch nicht angefangen zu verrotten. Es ist eigentlich eine besondere Sorte, die übrigens als Delikatesse gilt. Der Ursprung der Sorte ist unbekannt. Wahrscheinlich kommen sie aus Südamerika, wo sie immer noch sehr beliebt sind. Die erste Erwähnung von Veilchenkartoffeln findet sich 1812. Der berühmte französische Schriftsteller Alexandre Dumas war von dieser Pflanze begeistert. Er schrieb, dass die besten von allen zweifellos die violetten sind. Neben der ungewöhnlichen Farbe und dem Geschmack mit leichten Walnussnoten ist diese Kartoffel eine Schatzkammer für Vitamine. Sie sind so gesund, dass der Saft einer violetten Kartoffel roh getrunken werden kann. Yes! Wassermelonen-Rettich. Der übliche Rettich ist außen rot und innen weiß. Manchmal sind ganz weiße Radieschen zu finden und das ist normal. Aber es gibt auch Wassermelonenrettich, einen Inside-Out-Rettich. Seine Schale ist grünlich-weiß, während sein Fruchtfleisch, wie das der Wassermelone, von leuchtend rosa bis intensiv violett variiert. Im Gegensatz zu normalen Rettich ist er weniger saftig und härter. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Intensität des Geschmacks von Wassermelonenrettich mit zunehmender Reife abnimmt, sodass je reifer der Rettich, desto weniger Geschmack hat. Gleichzeitig ist der äußere Teil des Wassermelonenrettichs bitter und in der Mitte wird er süßer. Dieses ungewöhnliche Produkt wird zur Herstellung von Salaten, gebackenen Gerichten, Püree oder Eintopf mit anderem Gemüse verwendet. Und in kalifornischen Restaurants ist zum Beispiel folgendes Rezept sehr beliebt. Wassermelonenrettich wird in Kreise oder dünne Scheiben geschnitten, auf einen flachen Teller verteilt und mit schwarzem Sesam bestreut. Ja, das ist alles. Oh, Haute Cuisine. Blutlimetten. Wenn rote Orangen nichts Besonderes mehr haben, haben nur noch wenige Menschen von roten oder blutfarbenen Limetten gehört. Es ist schwer, sich so etwas vorzustellen, denn Limetten sind von innen und außen außergewöhnlich grüne Früchte. Aber die Natur hat eine erstaunliche Fantasie, deshalb präsentieren wir dir die Blutlimette. Sie ist eine Mischung aus Fingerlimette und Allendale-Mandarine, das Ergebnis einer freien und offenen Bestäubung. Die ersten Früchte kamen 1990 in Australien auf den Markt und die erste kommerzielle Ernte auf dem Markt erfolgte 2004. Blutlimetten sind klein und eiförmig. Gleichzeitig ist die Schale der Frucht so dünn, dass sie nicht entfernt werden muss. Man kann direkt von der Frucht essen. Und ja, die Blutlimette hat, im Gegensatz zu normalen Limetten, keinen bitteren Geschmack. Im Gegenteil, das rote Fleisch ist süß und sauer und wird oft zur Herstellung von Marmeladen und Soßen verwendet. Darüber hinaus wird die Blutlimette wegen der schönen Farbe der Frucht oft zu dekorativen Zwecken gepflanzt. Farbige Karotte. Sieht so aus, als ob jemand die orangefarbenen Karotten viel zu langweilig hält. So entstanden mithilfe neuer Technologien natürliche, violette, dunkelorange, weiße, gelbe und cremefarbene Karotten. Es stimmt, dass es sich nicht um einen neuen Trend der letzten Jahre handelt, noch ist es eine gefährliche genetische Veränderung. Die Bauern selber geben zu, dass Karotten in der Antike bunt waren. Vor dem 16. Jahrhundert waren sie meist lila oder gelb. Aber nach und nach wurde beschlossen, die orangefarbene Karotte anzubauen, an die wir heute gewöhnt sind. Heute hoffen die Menschen mithilfe verschiedener Farben die Aufmerksamkeit der Kinder auf Karotten zu lenken, die sie mit mehr Freude essen werden.
Schließlich sind orangefarbene Karotten zu langweilig, aber violette sind eine ganz andere Sache. Und übrigens müssen wir sagen, dass Karotten in verschiedenen Farben auch einen etwas anderen Geschmack haben. So sind beispielsweise die gelben und weißen Sorten etwas süßer und noch knackiger. Psst! Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!